Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute dreht sich fast alles um diesen Trailer Metamorphose, der Stories from the Outland Trailer rund um Season 10, die neue Legende und so weiter. Den möchte ich euch jetzt zeigen, der wurde gerade veröffentlicht. Eventuell gibt es noch eine kleine Analyse und am Ende des Videos für alle, die Schwierigkeiten haben, den aktuellen Ingame-Teaser auf World's Edge oder Olympus zu aktivieren für die neue Legende. Es sind ein paar Kniffe und ich sage mal Hürden in diesen Teaser eingebaut, die es dir als Spieler schwer machen, den Teaser vielleicht gleich zu finden oder wenn du kurz davor bist, den zu finden, dass du ihn doch nicht aktivieren kannst und so weiter. Da gehe ich am Ende des Videos die letzten 4-5 Minuten drauf ein, zeige euch verschiedene Spots auf Olympus und World's Edge per Karte, seht ihr die Locations und so weiter und so fort. Sehr interessant auf jeden Fall, würde ich mich auf jeden Fall trotzdem freuen, wenn er bis zum Schluss dran bleibt. Jetzt aber noch ein einziges Ding in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn er es euch anhört, bevor gleich wieder wegschaltet. Ich habe eine Umfrage auf meinem Community-Tab gestartet. Und zwar ist mir aufgefallen, Mensch, ich habe fast 14.000 Abonnenten. Danke nochmal dafür. Aber gerade sind es, ich sage mal so im Schnitt 3.000 bis 5.000 pro Video, die gerade mal in Anführungszeichen, versteht mich nicht falsch, einschalten. Was ist da los? Und ich habe einfach mal die Umfrage gestartet, woran es liegen könnte, woran hat Zelenien und 5 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Glücklicherweise bin ich sehr, sehr froh, dass die wenigsten sagen, Mensch, du bist dran schuld, du bist einfach scheiße. Hätte ja sein können. Tatsächlich sind es bei 1215 Stimmen 44%, die sagen, ich habe zurzeit einfach keinen Bock auf Apex. Was ich natürlich völlig verstehen kann. Und die Umfragewerte könnten viel, viel höher oder viel genauer sein, denn immer noch sind es um die 50%, die aktuell regelmäßig einschalten und nicht abonniert haben. Vielleicht habt ihr Bock, unterstütze mich völlig kostenlos, dann könnten wir vielleicht schon bei 15.000, 16.000 Abonnenten sein. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Genießt jetzt den Trailer, vielleicht eine kleine Analyse und dann zeige ich euch nochmal den Ingame-Teaser. Das war es jetzt soweit von mir. Viel Spaß! This. It has been seen. A woman will rise, bearing the mark of the moth. All I want to do is tell my story. Her firstborn will be a cursed child. His eyes drawing us all to the flame. Refuse the child's gaze or be undone. One glance will reduce a mountain to dust. A king to a beggar. And an ocean to a desert. You own the king. Everything he touches will be changed. This, it cannot be unseen. Ladies and Gentlemen, ich denke, es sollte klar sein, dass eine Analyse nicht wirklich notwendig ist, so viel sieht man nicht raus, wo ich sage, da könnte man jetzt reininterpretieren, was hat er für Fähigkeiten. Der Sprecher sagt kurz nach dieser Szene hier, alles was er anfasst, ändert sich. Was genau damit gemeint ist, keine Ahnung, gibt nicht Aufschluss auf irgendeine Fähigkeit. Das Einzige, was ich für mich aus reiner Interpretation jetzt hier raussehe, wenn das wirklich so ein Schmalspurhengst ist, dann hat er eine scheiß kleine Hitbox. Was sehr interessant wäre, ob es vielleicht eine kleinere ist als die von Wraith. Er sieht aber an sich sehr, sehr groß aus. Und was aus dem Trailer her noch sehr interessant ist, was aber mit der Legende überhaupt nichts mehr zu tun hat, wirklich zumindest zum Teil, ist, dass Respawn selber in diesem Trailer revealed, der Emergency Launch Trailer ist am 22.07. beim EA Play Livestream und dort kann es sein und da wird es sogar so sein, dass wir noch mehr von Season 10 sehen, hoffentlich vielleicht eine neue Waffe,
die Legende vielleicht ein bisschen in Action und so weiter. Jetzt kommen wir zu dem Season 10 Legenden Ingame Teaser. Ich weiß, die meisten von euch haben ihn entweder selber schon erspielt oder auf YouTube gesehen. Ich weiß aber, dass es aktuell immer noch Probleme gibt, dass viele ihn versuchen zu finden und einfach Probleme dabei haben. Es gibt nämlich drei verschiedene Haken, die es einem schwer machen, diesen Teaser überhaupt hinzukriegen. Mit der Motte, den Gunscharms und so weiter. Wenn man diesen Herzcontainer findet, hat auch einen Grund, warum es Herzcontainer heißt, weil man in der Nähe dieses Teasers, wenn man den zufällig findet, wie so eine Art pulsierendes Herz hört, und wenn das aktiviert wurde, klingt das fast genauso, bloß ohrenbetäubender, sage ich mal. Ich zeige euch von Shrugtall eine Map von World's Edge und von Olympus. Zum einen gibt es auf World's Edge 6 verschiedene Spots, wo wir diesen Container finden können. Und auf Olympus wohl nur 5, kann aber sein, dass es da auch mehr sind. Das klingt erstmal sehr interessant, die Problematik dahinter, und das ist nämlich schon Haken Nummer 1. Dieser Container droppt immer nur an einer Position. Das heißt, die anderen 5 Positionen bleiben leer. Und wenn ihr euch aktiv auf die Suche macht, kann es sein, dass ihr ständig in die falsche Richtung fliegt oder zum falschen Spot und da einfach nichts findet. Das ist Olympus. Ich habe gleich noch Live-Material, wie ich ihn einmal aktiv gesucht habe und auch sofort gefunden habe. Und ich habe ihn auch während meines Twitch-Livestreams 2-mal zufällig gefunden. Denn es gibt verschiedene Indizien, die dir zeigen, oh, du bist in der Nähe, also sehr, sehr nah. Und einmal, oh, der Teaser wurde schon aktiviert, ich brauche gar nicht weitersuchen. Das ist nämlich das Nächste, was als Problem gilt. Ist der Teaser einmal aktiviert, dann ist der futsch. Dann hörst du vielleicht noch ein ohrenbetäubenden Sound in Anführungszeichen oder ein merkwürdiges Geräusch von der Ferne, was wirklich fast über die gesamte Map zu hören ist, dann weißt du, du brauchst gar nicht weitersuchen. Wenn du also aktiv suchst, kannst du gleich die nächste Runde starten und dich auf die nächste Suche machen. Es soll wohl aber angeblich so sein, kann ich nicht prüfen, ist auch bis jetzt noch nicht bestätigt, dass eine Stunde lang dieser Herzcontainer an ein und demselben Spot zu finden ist. Wie gesagt, ist nicht bestätigt, und wie gesagt, das andere ist halt, dass er nur einmal aktiviert werden kann, sollte also ein Teammate schneller sein. Und du hast es gerade nicht gerafft, siehst du vielleicht gerade noch so ein bisschen von dem Hologramm. Und das war es auch schon. Und ich gebe euch einen anderen Tipp, sobald ihr den aktiviert, schaut mal, ob ihr in der Nähe, wenn ihr natürlich das Hologramm auch im Visier habt, also im Hintergrund auch ein Banner zu sehen ist, wo diese drei Banner sind, wo der Champion draufsteht und so weiter. Die werden dann schwarz und dann seht ihr nämlich die Logos der einzelnen Fähigkeiten der Legende. Ich blende euch jetzt einmal ein, auf was ihr achten müsst. Wenn ihr vielleicht zufällig in der Nähe seid, dann hört ihr so eine Art Herz pulsieren. Dann wisst ihr, alles klar, ich bin in der Nähe. Es sind wirklich nur ein paar Meter und nicht sehr, sehr weit. Achtung! Ich höre komische Sachen. Ach, hier ist noch so ein Ding. Das passende Videomaterial zeige ich euch gleich. Und der Sound, der sehr, sehr laut und fast über die gesamte Map zu hören ist. Ich habe es jetzt nur einmal. Das ist dreimal derselbe Sound. Der wird nur immer lauter. Ich habe ihn aber nur jetzt einmal aufgenommen, weil ich dazwischen sehr viel laber. Und auch das Live-Material dazu zeige ich euch gleich noch auf der Icarus. Und zwar sieht der so aus. Solltet ihr das hören und seid wirklich nur aktiv nach dem Herzcontainer auf der Suche, könnt ihr gleich die Runde beenden. So, das war folgender Sound, und jetzt zeige ich euch noch, wie ich das im Livestream gefunden habe, beziehungsweise diesen Spot Garden, den wusste ich schon, und er war auch tatsächlich gleich hier. Und ihr müsst ganz genau darauf achten, dass ihr wirklich den richtigen Winkel habt, dass ihr die Motte, das Hologramm richtig seht. Und im Hintergrund hier, wo die lila Apex-Banner sind, schaut, dass ihr das irgendwie so aktiviert und ganz schnell einen perfekten Blick Richtung Banner auch habt. Warum seht ihr jetzt? Ah, das sind diese Voicelines. So, jetzt habe ich mich bewegt, das war halt dumm, und habe das Hologramm nicht in voller Pracht gesehen. Und jetzt leuchten die Banner im Hintergrund auf, und jedes Mal, wenn das neue Icon erscheint, kommt auch dieser laute Sound. Und solltet ihr den hören, dann ist es halt aktiviert worden und ihr seid einfach zu spät, falls ihr sucht. Jetzt habe ich den Rest der Motte nicht gesehen. Man hat gerade die Skills gesehen, da in den Dingern. Man hat gerade die Icons der Fähigkeiten gesehen. Das war, wie gesagt, der Teaser, den ich bewusst gesucht habe. Und auf der Icarus
war ich zufällig in der Nähe und habe dieses Herzpulsieren gehört und habe ihn dann relativ schnell gefunden. Ich höre komische Sachen. Ach, hier ist noch so ein Ding. Wo muss ich hingucken? Hello, swarm of new friends. I can't wait to meet your creator. Sexy! Ach, die sind nicht immer an derselben Stelle. Aber das andere Geräusch ist dann weiter entfernt. Das stand bestimmt hier an diesen Bannern. Jetzt freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Aber wenn ihr neu seid, schreibt in die Kommentare, was ihr von all dem Spaß haltet. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.